Der Toxic Avenger ist definitiv einer der größten Helden und Charaktere, die das Trash-Film-Genre jemals gesehen hat. Natürlich etwas, das Troma bzw. 84 Entertainment, Klammer Troma Deutschland, entsprechend zelebrieren muss. Nachdem vor einiger Zeit bereits Mediabooks zu Toxic Avenger 1 bis 3 erschienen sind, wo allerdings nur die DVD-Version der Filme enthalten war, ist es jetzt also an der Zeit, nicht nur den Sprung auf das High-Definition-Medium zu wagen, sondern eben auch gleich die komplette Quadrilogy zu veröffentlichen. Und da hat man, ich habe seinen Namen auf dem Cover nicht gefunden, ich behaupte jetzt aber mal mit fast großer Sicherheit, dass diese genialen Artworks von Ralf Krause kommen. Und da hat sich Ralf bei diesen Designs, finde ich, wieder mal selbst übertroffen. Nicht nur, dass er seinem gewohnten Stil treu geblieben ist, nein, er hat auch noch so viel mehr hineingepackt wie normal. Es ist einfach noch wesentlich mehr los. Man könnte fast meinen, die Designs gehen ein bisschen mehr in die Richtung von The Dude Designs, aber lassen wir diese Kleinigkeit mal weg. Wir starten hier mit The Toxic Avenger, dem ersten Teil und einem wirklich absolut grandios gezeichneten Artwork. Hier der nasenlose Typ quasi, Toxi, der diesen Typen festhält. Das Ganze sieht echt genial aus. Die Frage ist nur, inwiefern hier vielleicht so ein kleiner Gag versteckt ist, wenn die nackte und der quasi abfeuernde Panzer I really see what you did there. Nebeneinander gedruckt ist, das sieht echt cool aus. Auf dem Backcover gibt's dann ein anderes Bild, das eben nicht einfach vom Frontcover übernommen wurde. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass das so gemacht wurde. Außerdem gefällt mir generell der Look von dem Mediabook, wie auch hier das Backcover gestaltet wurde mit der Zeile an den Titeln, an den Bildern aus dem Film und dann hier die Informationen über den Inhalt von diesem Release. Und da ist jetzt auf jeden Fall interessant, dass wir den Director's Cut mit 85 Minuten in HD bekommen, aber die Extended Cut Version offensichtlich nur in SD, verglichen einmal mit dem Bonusmaterial von der alten DVD, gibt es hier auf der Blu-ray einen Audiokommentar von Lloyd Kaufman, von dem ich hier tatsächlich was sehe. Es gibt auch auf der alten DVD war noch einer. Es gibt außerdem noch den Kommentar mit Kai Naumann und Marcel Barion ist ebenfalls drauf und so weiter und so weiter. Es ist aber tatsächlich doch scheinbar so, dass nicht das komplette Bonusmaterial von dieser Edition übernommen wurde. Damals eben auf der DVD-Version gab es noch 3 Discs, eine für jeweils beide Fassungen und eine dann extra noch als Bonus-Disc. Also jemand, der bereits die alte DVD hat, braucht sich in dem Fall eigentlich gar nicht verarscht fühlen. Da ist halt doch eher die Frage, ob es nicht tatsächlich fast geschickter gewesen wäre, auch hier eine 2-Disc-Edition zu machen und auch dem Blu-Ray-Käufer das komplette Bonusmaterial zur Verfügung zu stellen, weil ich weiß, es ist tatsächlich eine Geschichte, es kann 84 bei so einem Re-Release fast kaum gewinnen. Na, einerseits, man lasst das Bonusmaterial weg, dann jammern die Blu-Ray-Käufer, oder wir wollen das auch haben, oder eben man packt alles drauf, dann sagt man, und jetzt muss ich das Ganze noch einmal kaufen. Wobei ich echt sagen muss, in dem Fall reg ich mich gar nicht auf. Die alten DVD-Mediabooks von der Toxic Avenger-Reihe waren wirklich gelungen und waren wirklich cool. Aber jetzt bekommt man großartige Artworks und eben noch die Filme auf Blu-ray. Das alleine ist für mich schon absolut genug Mehrwert und genug, um diese Releases gut zu finden. Hier quasi das alte Mediabook-Cover als Booklet-Cover. Außerdem, okay, das könnten wir jetzt natürlich schnell überprüfen. Ich meine, hier beim alten Mediabook sah das Ganze finde ich schon auch anders aus im Booklet. Aber wir können tatsächlich schnell vergleichen, ob diese Booklets eh nicht identisch sind. Nein, sind sie tatsächlich nicht. Weder von der Gestaltung noch vom Text her bekommt man hier das Gleiche. Und das ist tatsächlich etwas, das ich wiederum relativ cool finde, weil es eben auch wieder ein neuer Mehrwert für die Neuauflage ist. Deswegen blättern wir jetzt einfach einmal nur durch das neue Booklet.
mit eben dem typischen 84-Design mit Text und Bildern weitestgehend einfach halb geteilt. Hier eben quasi das, von, das aufs Backcover gezeichnete Motiv, geschrieben von Christoph Kellerbach. Auch hier ein saugeiles Motiv eigentlich. Und als Innenartwork durchgehend hier links, eigentlich ziemlich unspektakulär die Seite, die man wirklich sieht. Und da unterhalb der Disk der brennende. Hier dann, ist das tatsächlich, bin mir jetzt ebenfalls nicht sicher, ob das vom Dude Designs Cover ist. Möchte mich da auch nicht verkühlen, indem ich irgendwas behaupte, aber ich glaube es, lassen wir das mal so stehen. Ist aber definitiv ein wirklich, wirklich schöner Release.